Moin, Kollege. Auf geht's, wa? Nächste Folge. Ah, da seid ihr ja. Ist es getan? Ja, alle eure Männer. Nächste Bartolomeo. Bene, bene. Nehmt dies. Ihr wisst ja, wie man damit umgeht. Findet den höchsten Punkt im Bezirk. Schießt es von da aus ab. Auf dieses Signal hin werden meine Männer den Angriff beginnen. Nun gut. Ich sehe euch dann auf dem Schlachtfeld. Das werdet ihr. Zwei Fliegen, eine Klinge. Ja, dann wollen wir mal gucken, da. Alle Bürger der erlaubtesten Republik! Als Folge der gestiegenen Anzahl von Zusammenstößen und Todesfällen im Kanal Grande wurde eine Verfügung erlassen, wie endlich wir hoch. Cool, wir müssen auf dem Aussichtsturm hochklettern. Geil! Ich sagte. Wegen des kürzlichen besser ist. Na komm. What the fuck? Krieg! Jawohl, da ist er. Bartolomeo braucht meine Hilfe. Warum braucht er denn deine Hilfe? Hast du mal das gesehen, was er in der Hand hält? Mann, ja, ist ja gut. Dann spielen wir Geleitschutz. Mach zum Arsenal zurück. Ach so, das war Dante. Oh. Salvezio! Wollt ihr Gesellschaft? Ich bin. Ja, ich finde gut, dass sie sich nicht für mich interessieren. Finde ich sogar sehr gut. Ja. Ja, vorstürmt. Jetzt könnt ihr nichts auf dieser Welt halten. Ein feines Exemplar, nicht wahr? Es sollte euch eine Ehre sein, durch deine Hand zu fallen. Was ist denn, Dante? Du kannst mich mal, du Hurensohn! Porta Putata! Komm, Ezio! Wir müssen dieses elende Schwein aufhalten! Also. Warum kann ich ihn denn nicht töten? Jetzt hat er ihn eingesiert. Du weißt es immer noch nicht, oder? Aber wenn dann die mit dir kacken geht, ich mach eh was. Okay, hör mal zu, Dante. Ich mag dich nicht. Du machst mich nicht. Bring mir die Sache schnell hinter uns, ja? Danke. Genug davon! Wir haben keine Zeit! Komm zu mir! Wir müssen abreisen! Ezio, geht jetzt! Dieser Rohling führt euch sicher direkt zu seinem Meister! Meine Männer und ich bleiben hier und verhindern, dass die Wachen euch folgen! Schnell! Die wollen ohne uns ablegen. Lass mich raten auf Zeitdruck.
ich bin auch nicht mehr. Dann bekommst du mehr. Da war auch irgendwie klar, ne? Komm. Nicht in meinem. So, du machst ihn. Komm, steh auf. Gut. Nein. 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 Alter, ich könnte gleich wieder richtig laut brüllen. Alter. Manchmal frage ich mich echt, ne? Dieses Mitspiel. Ich möchte nur einen. Das wollte ich. Dante. Ich will nur Dante, habe ich gesagt. Danke. Ja, sehr gut. Alter, Alter, die Steuerung manchmal ist wirklich ein richtiger Krampf. Warum die Schiffe? Ich dachte, ihr wolltet den Sitz des Dogen. Nur zur Ablenkung. Wir sollten segeln. Ach, wohin segeln? Das sage ich nicht. Zypern heißt ihr Ziel. Sie wollen... Fürchtet nicht das Dunkel. Empfangt seine Umarmung. Requiescant in pace. Gut gemacht, Ezio. Silvio ist besiegt. Und der Militärbezirk gehört wieder uns. Vielleicht wird Venedig nun endlich ein wenig Ruhe und Frieden genießen. Feiern wir unseren Sieg! Ich freue mich für euch und die Männer, Bartolomeo. Aber ich kann nicht bleiben. Mein Weg hat gerade eine Abzweigung genommen. Wie meint ihr das? Silvio wollte Marco gar nicht als Doge ersetzen. Eigentlich wollte er Venedig gerade verlassen. Das war alles nur eine Ablenkung. Wovon? Das muss ich noch herausfinden. Okay, das war ein schnelles Kapitel. Ach ja, Venedig, das wunderschöne Venedig. Ach, ich kann's nicht mehr sehen. Ich kann's nicht mehr sehen. Da bist du ja, Ezio. Warum so ernsthaft? Ich habe Geburtstag. Wirklich? Meinen herzlichen Glückwunsch. Wie schön. Ach ja? Es ist über 10 Jahre her, dass ich sah, wie mein Vater und meine Brüder starben. 10 Jahre auf der Jagd nach den Schuldigen. Nun stehe ich so kurz davor. Aber erkenne immer noch nicht, was das alles sollte. Du magst es nicht erkennen, Ezio, aber dank deiner Taten ist es jetzt hier besser. Basta. Schau hier. Ich habe ein Geburtstagsgeschenk. Das Schiffsmanifest des Arsenale. Vom Tag seiner Abreise. Das Schiff nach Zypern? Ist das dein Ernst? Und rat mal, wann es wiederkommen soll. Morgen. Ezio. Leonardo, du bist zurück? Seit eben. Ich muss mit dir reden. Sofort. Geht schon. Habt Spaß, Jungs. Das sollte sich besser lohnen. Oh, kein Zweifel. Komm mit mir. Bleib nah.
Diese letzten beiden Codex-Seiten. Ich studierte immer die Kopien. Ich weiß nicht, warum ich es nicht früher bemerkte. Aber als ich sie zusammenfügte, sah ich, dass die Markierungen einen Sinn ergaben. Hier. Der Prophet wird erscheinen, wenn das zweite Stück in die schwimmende Stadt gebracht wird. Prophet. Nur der Prophet kann sie öffnen. Zwei Edensplitter. Was sagst du da? Ezio, was ist los? Wir kennen uns nun schon lange, Leonardo. Wenn ich dir nicht trauen kann, dann keinem. Mein Onkel Mario sprach vor langer Zeit davon. Eine Prophezeiung, versteckt im Kodex. Eine Spur zu einer alten Gruft, wo etwas sehr Mächtiges ist. Grandioso. Aber wenn ihr diese Seiten von den Barbarigo habt, dann wissen sie vielleicht auch von dieser Gruft. Das ist nicht gut. Wartet. Und wenn sie das Schiff deshalb nach Zypern gesandt haben, um den Edensplitter zu finden und ihn nach Venedig zu bringen? Wenn das zweite Stück in die schwimmende Stadt gebracht wird. Erscheint der Prophet. Nur der Prophet kann die Gruft öffnen. Mein Gott! Als mein Onkel mir von dem Kodex erzählte, war ich zu jung, zu dumm, um mir vorzustellen, dass es mehr ist als nur die Fantasie eines alten Mannes. Aber jetzt weiß ich es. Der Mord an Mocenico. Der an den Medici, meinem Vater, meinen Brüdern, alles Teil des Plans, um die Gruft zu finden. Der Spanier. Rodrigo Borgia. Das Boot aus Zypern kommt morgen. Ich werde da sein, um es zu empfangen. Viel Glück, mein Freund. Es scheint so, als hätte es Klick gemacht. Es scheint so, als hätte es wirklich Klick gemacht, und Ezio eins und eins zusammenziehen kann. Dass wir eins und eins zusammenziehen können. Tja, der Spanier will zwei Edensplitter haben. Und alle aus dem Weg geräumt, die ihm vielleicht bei dieser Aufgabe im Weg stehen könnten, wie unserem Vater. Tja. Wir müssen ihn aufhalten, das steht nun mal fest. Doch die Frage ist, wie? Wie könnten wir das schaffen, das Böse von der unbesiegbaren Macht fernzuhalten? Tja. Wir werden sehen. Verdammt! Sofort runter, hieb runter! Wo komme ich denn da hin? Muss ich auf die Mauer? Hä? Ja, ich muss da hoch. Aber dafür muss ich erstmal dahin. Okay, wie kommen wir da hoch? Wie kommen wir da hoch oder beziehungsweise wie kommen wir da rein? Nein. Okay. Ah. Manchmal kann man sich auch dümmer anstellen, als man eigentlich braucht. Hier kommen wir da hin. Okay. Verstehe. Und das wird. Hilfe. Die sterben. Danke. Komischer Typ. Wo bringen Sie es hin? Alles kommt zu dem, der wartet. Die Ladung des Schiffs beschaffen. Okay. Dem Kurier verfolgen. Okay, und er hat Bock zu joggen. Gemach, gemach, Amico. Kein Grund.
Wo willst du hin? Ich bin gar nicht da. Geh weiter. Komm. Hopp, hopp. Lauf. Ich hab Hunger. Ich will was essen. Nerv mich nicht. Boah, krass, hätte er sich jetzt umgedreht, hätten wir, glaube ich, ein kleines Problem gehabt. Lauf ruhig weiter in den Punkt. Jetzt will er wieder joggen. Hat er wieder Bock? Okay. Dann traben wir dir mal hinterher, mein Freund. Aber wo willst du hin? Nein, du singst mich jetzt nicht. Mhm, genau das wollte ich gerade. Wenn wir schon hier sind, war, können wir es auch gleich mitnehmen. Okay. Na komm, lauf. Ihr habt doch nichts zu suchen. Doch, er hat auch so ein Kasper. Oh oh. Bertuccio Fucina zu besuchen. Oh oh. Von Schmiedewaren, Waffen, Rüstungen, Schlosser. Oh oh. Oh oh. Hallo. Ei, das ist blöd. Okay. Das ist wirklich blöd. Gut, dann eskortiere ich ihn wieder an die Stelle, oder? Bist du gnädig? Ja, Safe Point ist gnädig. Wie macht man das? Wie macht er das? Da! Glaubst du, du könntest entkommen? Neuigkeiten aus Übersee. Es wo gibt ist Gerüchte Mann? Über Unruhe. Da! Mach den Ding aus! Verschwunden nicht! Hau ab! Ich sehe ihn! Da! Naju! Da! Da! Ergreift ihn! Okay, haben wir das auch geklärt? So, mein Freund, wir verfolgen dich weiterhin, du kontrollst uns nicht. Der joggt wieder. Mann, was ist denn los mit dir? So, bevor wir da jetzt weitermachen, holen wir uns erstmal das letzte Paar, was wir brauchen zur Veränderung. Und reparieren das. Sehr gut. Wir haben jetzt die beste Rüstung. Also. Die zweite, also die beste Rüstung, die man kaufen kann im Spiel. Ich freue mich. Die einzige Rüstung, die das jetzt noch toppen kann, ist die von Altair. Aber um die zu kriegen, muss man die ganzen komischen Gruften machen. Und wie gesagt, darauf habe ich gar keinen Bock. Einfach viel zu viel meine Nerven ziehen werden. Wo willst du hin? Warum sind wir jetzt im Kreis gelaufen? Na fein.
Der Maestro wartet. Er wird keine Fehler dulden. Verpackt es gut. Tut es jetzt. Der Spanier ist hier. Das endet die Sache. Wenn ich diese Gruppe infiltrieren kann, den Platz des Kuriers einnehme, werden sie mich direkt zu diesem Bastard führen. Ich habe mehr Männer unter die Erde gebracht als Lachu. Hä? Ah. Ah, das war blöd von mir. Das war blöd von mir. Belastend. Frisch gefangene Igel! Wer braucht einen Aderlass? Tja, ich weiß es nicht. Zurücktreten, Capone. Ja, bitte, Freund, sei vorsichtiger. Wollt ihr so meine Aufmerksamkeit erregen? Gut, ihr wisst, was zu tun ist. Hä? Hä? Mann, das ist doch wieder so eine unnötige, blöde Sache. So, ich bin Rambo, ich muss hier durch. Danke. Was treibt einen dazu, sich so aufzuführen? Du sollst da schon hoch, danke. Meine Fresse. Du bist ruhig. Lass dich fallen. Geht doch. Okay, wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein, tschüss.